Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film aus Bendix Drechselstube. Und heute zeige ich euch mal, wie ich eine Hülle für einen USB-Stick baue. Es wird dann so, wo man den USB-Stick dann, also ich würde hier dieses Holz nehmen, und dann säge ich da eben auf der Bandsäge mal so kleine Stückchen ab, dann wird er da so reingesteckt, dann wird das eben noch ausgefräst, wo der dann reinkommt, und dann würde ich jetzt mal als erstes anfangen, das mal auf der Bandsäge zuzusägen. Schritt werde ich das jetzt mal ausfräsen, damit da der USB-Stick reingesteckt werden kann. So, ich habe das jetzt einmal fertig und den Schlitz einmal reingefräst. Und dann werde ich das jetzt mal vorm Zusammenbauen noch alles einmal ein bisschen schleifen. Fertig geschliffen habe ich das jetzt einmal. Und dann werde ich jetzt mal den USB-Stick da reinstecken. Also beim USB-Stick, da habe ich mal das Kunststoff, also die Kunststoffhülle so weit weggeschnitten. Und das hier ist dann eben nur noch das Teil mit der Platine, wo dann eben die Daten gespeichert werden. Und das ist jetzt, finde ich, mal ziemlich klein, wenn man mal überlegt, dass der USB-Stick vorher so lang etwa war, aber dann werde ich das jetzt mal zusammenstecken. Und das werde ich dann eben mal erstmal mit Kleber einkleben.
So, Kleber ist jetzt einmal dran und dann werde ich das jetzt mal da reinstecken. So, und ich finde, das Ganze sieht schon ziemlich schick aus. Aber dann werde ich das jetzt nochmal hier das Holz noch ein bisschen mit Leinöl noch ein bisschen ölen. So, jetzt zum Ölen nehme ich einfach so einen Lappen. Und dann nehme ich hier ein bisschen Leinöl. Und damit werde ich den dann jetzt ein ganz bisschen ölen. Und jetzt danach den Lappen, den lege ich in meinem Fall eben nach draußen, weil nämlich ein leinölgetränkter Lappen zum Beispiel sich selbst entzünden kann. Oder man kann den auch einfach irgendwie in ein Marmeladenglas tun. Aber ich lege den jetzt jedenfalls gleich nach draußen. So, und dann ist er jetzt mal fertig. Das war es einmal heute mit dem Video und das hier ist der fertige USB-Stick und ich finde den auch ziemlich cool und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!